Ja, hallo liebe Lego-Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Holger, HW Bricks, besser bekannt vielleicht auch als Austrian Lego Fan. Heute zwei ältere Sets schon, 2009, 2017. Beides Karussells, beide am Markt nicht mehr erhältlich, also zumindest nicht von Lego direkt, sondern nur über Wiederverkaufsplattformen. Das hier richtig, richtig schweineteuer. Neu, original verpackt. Dann bewegen wir uns da mindestens im vierstelligen Bereich. Ich habe jetzt Glück gehabt, dass ich das Set bekommen habe. Ich war 3 Jahre oder so auf der Suche nach einem guten Angebot. Habe jetzt da Glück gehabt, deswegen habe ich zugeschlagen. Über den tatsächlichen Preis möchte ich jetzt da nicht reden, weil das tut eigentlich nichts zur Sache. Und das hier, 2017, quasi Neuauflage von diesem Set. Und die möchte ich euch jetzt einmal kurz ein bisschen zeigen. Fangen wir mal mit dem alten an. Das ist die Nummer 10196. Grand Karussell, Karussell, großes Karussell, Jammer Karussell, was weiß ich nicht, wie der offizielle Name damals war. Es tut ja nichts zur Sache. 3263 Teile, 9 Minifiguren, Power Functions. Das heißt, wir haben einen kleinen Motor, den sehen wir ja auch da. Mit Batteriebox und dann ist hier im oberen Teil noch ein Soundbrick verbaut. Der Soundbrick ist unabhängig von der Batteriebox. Der wird, ihr kennt diese Lightbricks, die zum Beispiel bei den Creator Winterhäusern auch verbaut werden. Da ist vorne so ein Druckknopf drauf und wenn man da drauf drückt, dann spielt halt eben in dem Fall die Musik. Bei den Lightbricks geht das Licht an. Das haben sie hier ganz einfach gelöst. Der ist im oberen Teil verbaut und da geht dann ein Teil, wenn das Karussell sich dreht, dran vorbei. Und drückt diesen Knopf rein und dann fängt der Ton an zu spielen. Zeige ich euch nachher, also dass ihr euch das auch mal anhören könnt. Ja, Preis damals 250 US-Dollar, an Preis in Euro habe ich jetzt leider nicht mehr gefunden. Auf Brickset oder so ist der auch nicht mehr gelistet als in mit Euro, dürfte sich aber ungefähr im gleichen Rahmen bewegt haben. Und dann haben wir dieses hier, 2017, auch Karussell. Jammer Karussell, wie auch immer. Ich habe da jetzt nur die amerikanische Lego-Seiten offen, da steht einfach nur Karussell. 2670 Teile, also gut 600 Teile weniger. Keine Power Functions. Allerdings nachrüstbar. Man sieht das da schon ganz einfach. Da sind die Anschlüsse, da brauche ich einfach nur den Motor draufstecken. Batteriebox. Wird da nicht diese Technikbatteriebox, also soll nicht diese Technikbatteriebox verwendet werden, sondern die, die wir von den Zügen, Power Functions Zügen kennen. Und das wird dann einfach da oben drauf gesetzt. Passt, ist okay. Habe ich jetzt nicht da motorisiert, weil wenn es bei mir im Regal steht, braucht das Teil keinen Motor haben. Ich werde auch bei dem wieder die Batterien und das rausnehmen. Weil die Batterien, ihr wisst das, sie sagen zwar immer, die Hersteller können nicht auslaufen, ich habe da schon andere Sachen erlebt, aber das ist ein anderes Thema. Ja, augenscheinlich ist der Unterschied zwischen den beiden einmal, das hier kommt auf einer 48x48er Baseplate, das hier eben nicht, das ist ein gebautes Untergestell. Mag vielleicht für den einen oder anderen einen Nachteil darstellen, was die Funktionalität, was es hin und her tragen angeht, ist das besser. Weil das hier ist sehr wabbelig. Ich glaube, ihr könnt das Startschuss schon so sehen. Und das hochzuheben, man muss also wirklich genau in der Mitte drunter gehen, dass das dann nicht auseinanderfällt. Vor allen Dingen die ganze Konstruktion vom Karussell steht ja auf einem relativ kleinen Kreis, sonst wird sich das ja nicht drehen. Es sind ja rund um Adum sind Fliesen gebaut. Ich kann euch das mal in der Anleitung vielleicht kurz zeigen, wie diese Unterkonstruktion ausschaut. Da kann man es, glaube ich, ziemlich gut sehen und da wird dann immer weiter aufgebaut drauf. Und es sind da überall Rollen drunter, dass es auf den Fliesen rollt. Ich meine, das ist hier bei dem nicht anders. Aber hier, das ist das Gesamtkarussell, was sich dreht, ist größer als bei dem. Man sieht das so schön an dem Mittelturm drinnen. Der ist hier bei dem um einiges größer als bei dem. Wir haben hier bei dem neueren sind quasi 5 Figuren drauf. Und diese kleine Stiege, dass wir da nach oben gehen können.
Da ist quasi, da oben kann man auch Minifiguren platzieren. Die könnten da quasi rund gehen. Es sind allerdings keine Studs, dass man die Minifiguren da irgendwie befestigen könnte. Man kann sie nur einfach so draufstellen. Finde ich aber ein nettes Detail. Habe ich bis jetzt aber persönlich nicht benutzt, weil ich möchte, dass die Figuren da draußen, wenn ich das mal so wie jetzt hier durch die Gegend trage, dass die nicht umfliegen, durch die Gegend rollen oder sonst was. Bei dem ist dann halt das Kassenhäuschen extra. Bei dem hier ist quasi ja Bedienpult mit der Minifigur mit integriert. Allerdings haben wir ja hier, weil keine Baseplate vorbei ist, auch nicht die Möglichkeit, das so anzubringen. Ja, jetzt habe ich da doch schon ziemlich viel drüber gequasselt. Jetzt habe ich gedacht, werden wir einfach mal einschalten, oder? Und zwar haben wir da ganz einfach da so einen Techniklift-Arm, den ich reinschieben oder rausziehen kann. Reinschieben ist halt eben Uhrzeigersinn, rausziehen entgegen den Uhrzeigersinn. So, jetzt lass mal immer so weit gehen, dass der Soundbrick angeht. Lass mal ein Ende spielen. Finde ich ja ganz nettes Gimmick. Wird einem wahrscheinlich nach dem 10. Mal ziemlich auf den Wecker fallen. Aber gut. Das werdet ihr vielleicht jetzt da gesehen haben. Angetrieben wird das Ganze. Der Motor treibt diesen Reifen an. Der dreht halt eben das Teil. Das ist da mit einem Federbein gelagert, dass sich das bewegen kann. Ich zeige das noch mal kurz. Man sieht das da. Jetzt dudelt er wieder. Weil ja dieses Karussellgestell nicht hundertprozentig rund ist. Es besteht ja aus 16 Elementen und das ist halt eben dann ein bisschen eckig. Also quasi ein 16-Eck. So, und jetzt Klappe halten. Bei dem neueren, wie gesagt, wir haben jetzt da keinen Motor dabei. Wir müssen mal da mit der Hand kurbeln. Aber wir könnten mal ja eigentlich mal kurz, kriegen wir das hin? Den Motor da abmachen. Jetzt wird mir da innen drin das Zahnrad rausfallen, logischerweise. Ja, aber das macht ja nichts. Mal dann noch den Vierer Brick wegnehmen. Dann werden wir das ein bisschen ranschieben. So. Macht dann ziemlichen Lärm, aber okay. Ihr seht schon, die Funktionsweise ist eigentlich komplett identisch. Die Geschwindigkeit, in wie sie sich dreht, ist auch ziemlich identisch. Und das sieht man bei beiden, die, ja, ich sage jetzt einmal Karussellgefährte, die da drauf sind. Da sind es ja Pferde. 6 Stück, alle in verschiedenen Farben und 2 andere. Einmal Akutsche und was war das andere noch? Ja, so eine Art Autoscooter, was da hin und her geht. Hier sind halt eben weniger drauf. Hier sind nur 5 Figuren, ein Schwan, ein Tiger, ein Elefant, ein Frosch und ein Flamingo. Und die gehen alle so rauf und runter. Die Mechanik, wie das gelöst ist, ist ganz einfach. Es ist im oberen Teil, auf dem oberen Kranz, sind auch Räder dran befestigt und das dreht sich und da ist einfach mit halbe Technik-Bricks, 1x2, quasi so wie bei den Kolben bei dem Motor, dass das rauf und runter geht. Ganz simpel gelöst, funktioniert aber tadellos. Ja, konstruiert ist das Ganze doch ein bisschen anders. Machen wir es wieder ab. Bei den alten seht ihr das vielleicht da, man kann die Studs erkennen, ganz normal gebaut und bei dem neueren ist das um 90 Grad zur Seite gekippt gebaut. Gibt da feinere, schönere Optik. Man sieht halt eben weniger Studs. Aber bei Lego, finde ich, kann man ruhig Studs sehen. Man kann ja ruhig erkennen, dass es Lego ist. Also werden sich die Geister wahrscheinlich scheiden, welches schöner aussieht, was besser ist. Das muss im Endeffekt jeder für sich selber entscheiden. Jetzt wird vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen sein, dass da hier oben ein von diesen Tüchern nicht richtig dran ist, weil das kaputt ist. Das war, als ich das 2017 bekommen habe, das Set, diese eine Ding abgeschnitten. Ich habe dann auch bei Lego Ersatz angefordert. Den Ersatz habe ich auch bekommen. Ich war bis dato ehrlich gesagt nur zu faul, das mal zu ersetzen. Weil es auch mich jetzt da nicht wirklich gestört hat. In dem Regal ist die Seite nach hinten und gut ist.
So, jetzt werden wir da mal wieder die Technik-Pins abmachen und wieder draufstecken, dass das nicht durcheinander kommt. Minifiguren, die habe ich jetzt dauerhaft auf die Figuren, auf die Fahrzeuge draufgesetzt. Da muss auch, da ist glaube ich jetzt nicht weltbewegend was Interessantes, Seltenes dabei. Sollte das anders sein, korrigiert es mich da bitte. Bei dem habe ich glaube ich nicht gesagt, was es gekostet hat. Listenpreis war 180 Euro. Offiziell glaube ich nur bei Lego erhältlich. Weiß nicht, ja doch, diverse Shops, die von Lego mit diesen Sets beliefert werden, hat man es auch gekriegt. Aber wie bei den Exklusivsets üblich, da ist dann halt eben relativ wenig mit Rabatten drin gewesen. Wie gesagt, auch mittlerweile EOL gegangen, also nicht mehr erhältlich. Vielleicht gibt es das ein oder andere Angebot doch noch irgendwo. Grundsätzlich, ich finde diese ganzen Jahrmarkt-Sets von Lego total geil. Ich habe sie jetzt dann, seitdem ich das habe, alle. Das war ja das erste. Dann kam der Fairground Mixer, 2014 meine ich war das. Dann kam das Riesenrad, dann kam das, dann kam die Achterbahn und dieses Jahr das Haunted House. Ich bin schon neugierig, was dann da in Zukunft noch kommt. So, ich glaube, haben wir wieder mal genug geratscht. Ich hoffe, es war für euch nicht allzu langweilig. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag, schönes Wochenende, was auch immer, wenn ihr das Video schaut. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo da und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Der Holger, der aus dem Lego-Fan. Ciao.